Und weiter geht's mit Hunting Ground und wieder mal ist dabei. Danke, Wolf. Servus, Leute. Ich heiße euch ebenfalls. Herzlich willkommen zurück. Beim ersten Mal haben wir bereits den ersten Verfolger gesehen. Haben das Spiel bereits ziemlich gut erklärt. Ja. Ja, und nun geht's weiter. Alles, was man wissen sollte, erfährt man im ersten Part. Bis jetzt. So, hier waren wir noch gar nicht drum. Die Bilitas ist erstmal weg. Die Bilitas ist die Kreatur, die uns jetzt verfolgt. Es gibt nämlich Verfolger im Spiel und den ersten haben wir jetzt an der Backe. Zum Und das Glück ist die Bilitas. nicht im wörtlichen Sinne, weil ansonsten, ja. Und hier hinter der Tür hätte man sich auch verstecken können. Es gibt nämlich auch so Punkte im Spiel, da kann man sich verstecken. Und Schatten von Türen gehören ebenfalls dazu. Und diese Kameraansicht im Regal finde ich auch ziemlich genial, weil das lässt einen denken, als wäre irgendwas, ja, dort oben versteckt, was auf einen lauern würde. Das kenne ich bereits von anderen Games, das ist manchmal sehr creepy, Hast du bei der aber auch verlorenen genial. Aufnahme auch gesagt, aber das ist auch wirklich echt geil. Lumineszanten sind winzige Kreaturen, die auf die ätherischen Energien des Azoth reagieren. Sie können dazu verwendet werden, den in der Nähe befindlichen Azoth zu finden. Es müssen jedoch einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, während man sie handhabt. 1. Könntest du ein bisschen weiter nach rechts gehen? Da schneidet es ein bisschen ab, der Text. Weiter nach. Und so lang geht der Text. Moment. Wenn Luminescenten in direkten Kontakt mit einem. Jetzt kann ich es nicht genau lesen. Ach, lest du den Text, der ist mir gerade ein bisschen zu lang. Ist ein bisschen seltsam zu lesen. Mit einem von Azoth durchdrungenen Gegenstand oder Wesen kommen, senden sie eine kleine elektrische Ladung aus, die den Träger einen elektrischen Schock versetzt. Je höher die Konzentration von Azoth im Besitz, desto größer und kraftvoller der Schock. Das 2. Das Leben von Lumisanten wird dramatisch verkürzt, direkt nicht mehr frische Luft kommen. Diese Zeit unterscheidet sich von Art zu Art, ist aber nie länger als ein paar Minuten. Das habe ich jetzt weggeklickt, sorry. Sie sagte so Was? viel Lumisanten, also was hat das zu Sie hat mir bedeuten? gesagt. Lavendel ist Soll übrigens es Heilung. sein? Nee. Ist's Was nicht. ist nicht? Was hat's gerade? Schriftzeichen sehen fast aus wie Latein, aber leider verstehe ich nur Bahnhof. College-Studentin. Latein ist auch so ein kleines Wort in dem Spiel. Und ich kann dir sagen, dass Lavendel nicht für Heilung gut ist. Okay, was waren Lamellen nochmal eigentlich? Lavendel war für Panik. Ach so, stimmt ja. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Heilung im Spiel gibt. Es nervt extremst. Tut mir wirklich leid dafür, falls man das Kein überhaupt hört, aber Problem. ich nehme schon an, dass man es hört. Das Gerät ist sozusagen keine Schreibmaschine, wie es unser Resident Evil bereits kennt. Das ist eine, ja, Plattenbeschriftungsplatte ist ja. Plattenpresse. So, warum schreibe ich wohl gerade MF hier hinein? Ihr werdet gleich sehen, warum. Man könnte natürlich auch schummeln, denn in diesem Spiel gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Cheats zu verwenden. Und wenn man auf diese Plattenpresse jetzt Met draufschreibt, also Meth, und den Golem das gibt, dann ja. Sag ich, wenn du da bist. Ach, wir nehmen hier alles vorweg. Die Ist irgendwie Puppe schade, sollte wenn man man schon bis zu einem lieber bestimmten liegen Punkt alles lassen, weiß. denn ansonsten, ja, diese Puppe hat einen bestimmten Geruch und die Bilitas folgt diesem Geruch, Gestank, was auch immer. Und daher kann er uns sehr, sehr leicht finden, denn. Laut Text ist sie mit angebackenem Dreck überzogen und strömt einen stechenden Geruch aus. Steht In wirklich auf Verstecken der ist das Puppe. natürlich dann tödlich. Da. Weil da muss er einmal nur und Gefunden. schon hat er dich.
ungeheure Hitze. Bei solcher Hitze bin ich sicher, dass es zum Veredeln benutzt wird. Ja, da habe ich gesagt, vom Veredeln habe ich keine Was Ahnung. ist das? Und von Das sagt diesem zum Bereich, was in der Kohlenmantel. Nähe sind. Eine Art Datei ist hier. Ja, ekelhaft, mein rechtes Ohr piept gerade. Altes Wie geht es? Pergament. Das ist Schauen wir uns doch mal schrecklich. das alte Pergament an. Einziffung des Ursprungsbuches hier ist Sephiriethira. Das Verfahren, die Beschaffung von Leben und dem Erdboden tötet. Dieser Golem braucht weder Nahrung noch Schlaf. Von diesem irgendeinen Wächter zum höchsten Wächter über unsere tiefsten alchemistischen Geheimnissen und Kenntnisse macht. Ich nenne diese Kreatur MF. Deswegen habe ich gerade MF. nämlich MF eingegeben. MF der Golem. Die Platte müssen wir jetzt nämlich in den Golem hineinschieben. Ich hoffe, es macht nichts, aber bei so kleinen Cutscenes wie die macht Nö, es da eigentlich aus, wenn man nicht. da was redet. Ja, bei größeren, wichtigeren Cutscenes werde ich natürlich meine Schnauze halten. Aber ihr seht schon, die MF-Platte setzt den Golem in Gang und wenn man die Med-Platte eingesetzt hätte, dann wäre er zerfallen und hätte ein Item liegen lassen. Ich weiß nicht genau welches es ist, aber ich glaube, es war der Jadehalsreif. Ich Okay, glaube genau, es. was macht euch der Jadehalsreif? Moment, was war denn das noch schnell? Ich glaube, er steigert eine starke Erholung der Panik oder irgend sowas. Was war denn das noch schnell? Das Gute ist, ich spiele jetzt nicht. Ich gucke ganz einfach nach. Du wirst das sowieso Na, nicht das wäre ein verwenden, bisschen. nehme ich mal Dann an. wäre die Herausforderung ein bisschen weg. Ja. Da man es jedenfalls nirgendwo lesen kann, ist es ein geheimer Cheat. Ich habe in meinem Let's Play leider Gottes auch einen Cheat eingegeben, wo ich allerdings gar nicht wusste, dass es ein Cheat ist, denn es gibt später noch eine Truhe, die man nicht öffnen kann und ich wollte eben gucken, ob man sie irgendwie öffnen kann. Und da habe ich eine Möglichkeit gefunden, da stand aber nirgendwo, dass es ein Cheat oder dergleichen ist. Da habe ich gedacht, so, okay, ja, mache ich mal und ja, im Endeffekt war es doch ein Cheat, was ich eigentlich nicht wollte, aber nun gut. Was geschehen ist, ist geschehen. Hier bei dem Fass gibt es übrigens etwas, das kann man leicht übersehen. Zeig's euch mal. Document.com. Zusätzlich zu den Ausweichpunkten kannst du Feinden durch das Drücken von L1 nahe dem Schatten entkommen. Ist das eigentlich gerade zu lesen für dich oder? Moment, ich guck mal uns gerade. Ja, ein bisschen vom linken Teil fehlt. Ich schieb's mal ein Stück weiter weg, den Monitor. Ja, perfekt. Was mir mehr Sorgen bereitet, ist gerade das Geschrei da drüben. Kein Problem. Ja, aus diesem Grund nehme ich auch zu so einer Uhrzeit nicht auf, weil ich ganz genau weiß, dass Halo gezockt wird und im Halo-Zocken sind wir nicht gerade leise. Soll ich vorlesen? Außerdem wird, wenn ein Feind sich in der Nähe befindet, während du dich duckst, die Kamera auf eine Ich-Perspektive wechseln, sodass du den Feind beobachten kannst, während er herumsucht. Nutze diese Fähigkeit, wenn der Feind jagt und du auf einen nahegelegenen Schatten stößt. Ach so, ja, weiß ich schon. In die Ich-Perspektive. Was meint er eigentlich damit? Die Ich-Perspektive ist, dass wenn du dich duckst und du wirst verfolgt, dann wird die Kamera auf den Feind gesetzt und dann ist es so, als ob du der Feind wärst. Ah, das ist praktisch. Ah, Telef hat geschrieben, ich glaube, ihm gefällt das Bild. Also den Kanalbanner, den ich für The Life Force Das gemacht ist habe. gut. Jetzt kommt Ein wieder Cutsinger. gleich was. Ja, wenn das würde ich mein Mikro auf stumm schalten und Telef ein bisschen was über das Bild Okay. erklären. Passt ja perfekt. There's something that I've wanted to show you for quite some time. Pull away that sheet behind you.
That, my dear, is what you will become in the future. Go ahead. You may touch him. You will be mine, Fiona. Ja, das habt ihr gerade richtig gehört. Diese Figur sind wir in der Zukunft. Und das heißt, dass wir durch diesen Typen da oben, den wir noch kennenlernen werden, schwanger sein werden. Ja. Und das ist extrem krass. Der übrigens lacht wie ein Verrückter. So, da hätten wir jetzt noch was Schönes. Und hier gab es etwas, da meinte der Wolf, das hat er noch nicht gesehen. Gut, jetzt hat er es einmal gesehen. Aber ich zeig's euch gern. Hier noch, warte mal. Mhm. Aber in meinem regulären Let's Play habe ich es nicht gesehen. Im Let's Play von Tsuishimaru habe ich es nicht gesehen. Und im Let's Play von T-Life habe ich es auch nicht gesehen. Ich habe es generell noch nicht gesehen. Auch in keinem Livestream. Es ist aber so ein bisschen versteckt. Deswegen habe ich mich da echt gewundert. Genau an dieser Stelle. Genau dieses Bild. Diese Harfe ist zu groß und sperrig. Es ist kaum zu glauben, dass jemand diese Dinge tatsächlich spielt. Eine Harfe ist ein wunderschönes Instrument, finde ich. Genauso wie Geige und Klavier. Leider beherrsche ich keins dieser Instrumente und auch sonst keines. Ja. Man kann ziemlich viel übersehen in dem Spiel. Es ist sehr detailreich. Das finde ich cool. Also man sollte schon relativ viel... Es ist detailreich, genau. Ich würde ausmachen, wenn ich dann bei der Bücher nehmen würde... Nee, ich bin sicher, dass sie mich nur belasten würden. Okay, wäre so ein Rechtschreibfehler, weil das H dürfte eigentlich gar nicht da sein. Sondern ein zweites E. Ja, es kann sein, dass im Game teilweise Rechtschreibfehler auftauchen werden. Minimal. Nichts ist perfekt. Und wenn man bedenkt, wie gut dieses Spiel ist, dann ist es fast schon verwunderlich, dass es fast keine Makel hat. Na, es ausweichen. Mhm. Achso, ich wollte doch noch gucken, was der Obsidian-Halsreif macht. Das steht hier zwar alles in Englisch. Gut, ich bin nicht so schlecht in Englisch, aber ich beherrsche es auch nicht perfekt, deswegen. Es erhöht... Moment. Slightly increased chance of enemy power attack missing. Es hat eine verstärkte Chance, dass die Angriffe des Feindes nicht treffen. Und ich halte gleich meine Klappe wegen der Cutscene. Luminescenten sind winzige Kreaturen, die Fiona fieberhaft verfolgen, sobald sie von dem Wind bekommen haben. Wenn ein Luminescent in Kontakt mit Fiona tritt, stürzt sie das nicht nur in einen Zustand der Panik, sondern es zerspringt auch, was einen Ton ergibt, der die ungewollte Aufmerksamkeit in der Nähe befindlicher Feinde erweckt. Luminescenten verblassen zwar mit der Zeit, aber der wirksamste Weg, dich von diesen ärgerlichen Kreaturen zu befreien, ist, eine benachbarte Gegend zu erreichen und die Tür zu schließen. Dadurch wird die Sinneskraft der Luminescenten abgeschnitten, was sie auf der Stelle stoppt. Luminescenten, bla 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 bla. Weil das Ding wird sich ziemlich schnell verfolgen. Deswegen sollten wir ganz schnell durch die Tür gehen. Denn nach einer Weile verblasst dieses Teil nämlich. Die Tür wäre wichtig zu schließen. Und dann, ja, es kann dich auch. Ich wollte gerade sagen, denn wenn du die Tür offen lässt, dann verfolgt es dich. Hier ist eine Bodenplatte. Das wäre nicht so. Jetzt fragt ihr euch, hier ist doch gar nichts zum Schieben oder so, was man nutzen könnte. Aber keine Sorge, es wird noch wichtig sein. Das kann man so sagen. Es kommt noch was zum Schieben. Und es wäre wichtig, immer mehrere Speicherstellen zu machen. Das klingt so dämlich, ganz im Ernst. Ja, naja.
Übrigens, jetzt kannst du vielleicht das demonstrieren, was du eben nicht gezeigt hast, beziehungsweise ich kann es sowieso nicht hören, aber ich Ich habe es glaube, in es war deinem diese Let's Play Tür. auch mitbekommen. Nein, da geht, also doch, da musst du schon rein, aber du kannst ja da vorne rechts auch mal gucken, weil das hast du auch übersehen, letztes Mal. Oh, da ist ja noch was. Diese Tür nämlich. Zerbrochene Platte. Ich werd dich natürlich so nutzen, dass du möglichst alles zeigen kannst. Jedoch werde ich dich nicht ins Verderben Geschlossen. locken, weil das wäre Das scheint. mies. Wo könnte dies benutzt werden? Es scheint eine Art Schlitz zu sein. Könnte dies eine Art Schloss sein? So, und sie haben was Lieben Latte Sie eigentlich es den sagt. Schlitz. Die Platte ist doch bestimmt ein Hinweis auf den. Machen wir sie denn? Ach ja, Spezial. Das ist aber auch eine Platte. Was steht denn da drauf? Re. Gut. Buchstaben RE. Ergibt ein Wort. Das heißt, wir bauen die zweite. Aber gehen wir erstmal Da hier fehlt das hinein. H für Reh. So, und hier ist eine Cutscene, die ich weiß nicht, geskippt Lieber habe. Nick, dann hört Und süß. jetzt richte ich mich mal nach Wolf, denn ich möchte diese Cutscene jetzt nicht skippen. Okay, gut. Nee, also diese Katze, die kommt erst später. Aber du musst da jetzt durch diese Tür durchgehen, weil, wie gesagt, das, was ich dir letztes Mal gesagt habe, das war nicht wirklich eine Cutscene, das war mehr so, ich glaube, es soll mehr dazu sein, ein bisschen Beunruhigung zu So, hier stiften. unten gibt es nämlich auch was Wichtiges. Und zwar die Schlosskalle. Und jetzt sage ich es dir gleich. Aktiviere die Karte. Du hast Oh, gut zu wissen. Dann wäre es wichtig, das jetzt zu tun. letztes Mal, glaube ich, 3 Parts lang die Karte nicht aktiviert. Erst ganz zum Schluss, Schloss am Ende des Berlin, letzten. U1. Also quasi Erst am Ende das des Gebiet ist. letzten verlorenen Partes hast du sie aktiviert. Und glaubt, Schloss ist groß. Ziemlich groß. Ist ja auch ein Schloss. Jedes Schloss ist groß. Es. Okay. All right.
Ricardo, Keeper of the Castle. So sorry to hear about your accident. Your parents. As Master Ugo and Mistress Ayla are both deceased, you, Miss Fiona, are the sole surviving heir of Belly Castle. Are you in pain, miss? Will you be all right? You've had a long day. Please, rest upstairs. Your bed has been... Und ich würde mal sagen, diesen Hund werden wir im nächsten Part dann auch retten. Keine Sorge, der wird nicht da einfach so am Baum gefesselt bleiben, denn das wäre sonst, das ist ja schon ziemliche Tierquälerei. Deswegen wollen wir das arme Kärtchen im nächsten Part mal befreien. Ja. Zum Glück war das Mikrofon auf stumm, denn mein Handy hat gerade geklingelt und da wäre ich ausgerastet. Das glaube ich. Gut. Das war's für diesen Part von Underground. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.